Wir fahren heute los mit unserer SH350i inklusive meiner Sozia, meiner lieben Frau. Und wir wollen uns in der Siebertsmühle zu einem gemütlichen Mittagessen niederlassen. Wir fahren gleich am Bärstädter Kreuz rechts ab in Richtung Nidda. Wir fahren gleich an Grundschwalheim vorbei, wo sich links, jetzt wahrscheinlich gleich zu sehen, das Auslieferungslager von Amazon befinden soll. Es ist auch schon aufgebaut und aufgrund von irgendwelchen grünen Spinnereien ist dort jetzt ein Baustopp. Obwohl, und das muss ich sagen, das ja nicht der erste Baustopp ist. Hier links geht es nach Oberwiddersheim und hier ist auch die Bahnhaltestelle. Geradeaus geht es nach Bad Salzhausen. Wir fahren jedoch links herum in Richtung Nidda. Wir kommen gleich nach Borsdorf. Hier kommen wir gleich zur Harp, wo wir wiederum rechts abbiegen in Richtung Nidda. Wir fahren hier rechts in Richtung Nidda.
Hier rechts ab geht es auch nach Bad Salzhausen. Wir bleiben links in Richtung Nidda. Wir fahren in den Kreisel ein und nehmen die zweite Ausfahrt, die uns in Richtung Bürgerhaus führt. Hier rechts das Bürgerhaus von Nidda. Wir biegen hier links ab auf die L3185 in Richtung Michelnau. Hier links ist das Örtchen Michelnau. Hier rechts geht es nach Vorbach. Wenn hier schon niemand überholt, dann machen wir das. Ich habe keine Ahnung, warum die Autofahrer hinter diesem Traktor bleiben, denn es war weit genug Platz. Hier links fahren wir in Richtung Glashütten und dann rechts ab in Richtung Steinberg. Ich habe keine Ahnung, warum diese Strecke nach Steinberg auch gesperrt sein soll, denn man kann sie fahren. Das ist gar kein Problem. Wir fahren in Steinberg ein. Hier muss man achten, hier ist nämlich Tempo 30. Da muss man durch die engen Straßen schon vorsichtig sein. Wir fahren weiter auf der L3185. Hier biegen wir links ab auf die 275 in Richtung Gedern. Es ist eine wahre Freude, auf dieser Straße zu fahren. Sie ist wunderbar in Ordnung.
Wir fahren jetzt in Gedern ein und machen dort eine kleine Pause. Hier rechts gibt es ganz lecker Eis. Hier links ab geht es auf die B276, die bekannte Motorradstrecke zwischen Gedern und Schotten. Es ist jetzt so gegen 20 vor 12 und die Strecke ist sehr schön zum Fahren, wenig Verkehr. Wir verbleiben natürlich auf der B275. Rechts ab geht es nach Bad Orb. Wir kommen hier gleich nach Hartmannshain. Nach der Tankstelle links ab geht es nach Herchenhain. Diese Strecke ist aber nach wie vor gesperrt. Wir biegen hier rechts ab auf die L3181 in Richtung Fulda. Wir durchfahren Bermudshain. Hier rechts im Deutschen Haus kann man auch gut futtern. Rechts sehen wir den Obermoser Teich. Wir kommen nach Obermoos.
Wir kommen nach Gunzenau. Hier biegen wir links ab auf die 3079. Wir kommen nach Jossa. Wir kommen nach Poppenroth. Hier biegen wir links ab auf die 3141. Wir kommen nach Osenfeld. Hier rechts die erste Ausfahrt nehmen wir auf die 3079. Es ist 11:45. Wir haben unser Ziel, die Siebertsmühle, erreicht und werden jetzt eine längere Pause machen und uns das gute Essen hier zu Gemüte führen.